Hallo und willkommen zum zweiten Video des Tages. Das wiegt sogar gefühlt ein bisschen mehr als wie das erste. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das so auf dem Anhieb machen könnte. Das Austauschen. Da will ich mal einfach zum Computerladen hingehen. Es sei denn, das ist so ein Computerladen, da ja, Grafikkarte rein, Grafikkarte raus, Betriebssystem draufspielen etc. Wenn der nichts anderes drauf hat, als da diese Sachen machen, das ist natürlich dann blöd. Aber zur Not habe ich ja den noch. Einer funktioniert ja von diesen Diamonds. Habe ich ja immer noch den. So, wir erstmal alles hier lösen. Da habe ich so einen Schachbox-Wettkampf gesehen zwischen Lawrence Trent und ich weiß gar nicht, wer der andere war. Der hat den so zugesetzt, dem Lawrence Trent, der hat noch nicht mal die erste Runde vom Boxen überstanden. Und bei der anderen, diese von diesen Botes-Schwestern, ich weiß gar nicht, wer die andere war, gegen die geboxt hat. Da ist diese Botes musste aufgeben, weil sie matt gegangen ist. So, mal gucken. Novak Solo. Jetzt habe ich noch ein Solo. Was haben wir denn hier? Electronic Chess MK10. Oh, Constellation 3.6. Wie viel ist das denn? Batterie. Netzteil. Dann ein Sidecheck. Und ein Mephisto. So, mal gucken, irgendwas noch drin. Nein, Digga, so viele Geräte auf einmal dazu hier. So, das weg. Nehmen wir erstmal den. MK10, den kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Das könnte auch einer der späteren sein hier. Electronic Chess MK10. So. Mal gucken. Do you speak English? Nur wenn ich muss. So, was haben wir hier denn? Ja, dass im Englischen wieder eine andere Sprache kam, gehe ich mal davon aus, dass es auch Deutsch ist. Elektronisches MK10 ist ein moderner, vollwertiger Schachcomputer. Neueste Sensortechnologie und effiziente Stromsparschaltung zwischen zeichnen dieses Gerät aus. Es ist mit der neuesten Sensortechnologie ausgerüstet, mit hochwirksamer Elektronik und niedrigem Energieverbrauch. Es registriert automatisch ihre Züge auf dem eingebauten Brett. Automatisch. Ach, also keine Drucksensoren oder so. Sondern so. So, dann die verschiedenen Level hier. Mal gucken, das Gefühl scheint das wohl so ein Gegner zu sein. Für, Allegro zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob da Novak Solo dann der Gegner dafür ist. Das muss ich mal gucken. So, Tütchen auf. Ich gehe mal davon aus, das sind die Figürchen hiervon. Wenn ich sie mal aufbekomme. Okay. Ist das so zugegangen hier? So, ich will das auch nicht hier mit Gewalt auseinanderreißen. Es kann sich nur um Stunden handeln. Guck mal, kommt den Finger da rein. Das ist das Problem. Ist da so ein Knoten drin? Kriegt den noch nicht gelöst?
Okay. So, jetzt könnte es eventuell funktionieren. Ja, genau. Jetzt gehen wir es auf. So. Bei den Magneten hat man gefühlt schon wieder gespart ohne Ende hier. Das kennt man ja. Die große Überraschung war für mich letztens, dass die Figuren vom MM1 sogar auf dem Münchenbrett funktionieren. Ich habe da so einen Bauern genommen vom MM1 und habe einen Bauern vom Münchenbrett entfernt und habe den draufgesetzt. Den hat er trotzdem erkannt, so stark sind die Magnete. Ein bisschen zu stark für das kleine Gerät, weil die machen immer so ein bisschen Figurenpadding. Das heißt, wenn die etwas zu nah zueinander kommen, dann ziehen die sich schon aneinander an. So. Das wird dann wohl eher was für die schwächere Garde sozusagen. So, mal gucken. Der letzte Anschluss. Netzteil hatte auch. Also normalerweise ist das hier zum Beispiel hier, das ist jetzt Mephisto-Netzteil HG5001. Das ist für den Mondial. Weil die seitigen Netzteile, die sollten eigentlich funktionieren. Ja, die habe ich ja immer auf meinen Special-Aufbau da gemacht hier. Das Novak-Netzteil mal weg. So, Mephisto und hier Seitek, haben wir es doch. Also ich wüsste jetzt nichts von verschiedenen Seitek-Netzteilen. So, eingeschaltet ist er schon mal. Bisschen drüber steigen. So, ich weiß auch gar nicht, von wann der ist. So, das mal weg hier. Ich könnte vielleicht eventuell damit etwas näher ranrücken, weil das ja nicht jetzt die größten Geräte sind hier. Dann kann ich das auch so lassen, etwas so hier, dass ich sehe. Ja, vielleicht unbedingt nicht drauf zu gucken, was ich filme, sondern ob er überhaupt was aufnimmt. Mal gucken. Level. Level 3, 10 Sekunden. Ich mache nur ein bisschen anspielen das Ganze. Russisch. I don't really like this. Ich bin nicht der große Russisch-Fan. Deswegen flüchten wir mal ins Vierspringer-Spiel. Schottisches Vierspringer. Ich mache einfach Läufer B5. Frage mich, wo die fetten Batterien da sind. Hier für den Mondial. Ach, super Mondial. Ach, das brauche ich gar nicht so ausführen. Und so weiter. Das ist ein schönes kleines Gerät. Den werde ich wohl gegen die schwächeren Geräte spielen lassen. Gegen welche weiß ich noch nicht. Ach, verdammt. Ach, so läuft ja eh nur Batterien. Batteriebetrieb. So, der funktioniert also schon mal einwandfrei. Ja, vielleicht gegen den Allegro mal spielen lassen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass er schon besser spielt als der Allegro. Dann haben wir den Novak Solo.
Ich glaube, da könnte ich sogar allmählich dazu übergehen, Geräte zu verlosen. Figuren sind alle komplett. Dann ihn mal rausnehmen hier. Oder ist die Batterie schon drin? So, ihn mal rausnehmen hier. So. Mal die Batterien holen. Das geht dann auch weg. Wo habe ich denn die Batterien hingetan? Hier oben die goldenen Batterien. Ich warte schon auf ihren Einsatz. Wer würde die Farbe ab von Batterien schon in schäbigen Silber machen? Gold muss es sein. So, das kommt so hin. Das kommt so hin. Ja, dann werde ich wohl demnächst die doppelten Geräte verlosen. So. Mal gucken. Einfach zubleiben, Alter. Einfach zubleiben. Wo ist das Problem? So, das ist dann hier nach oben. Oh, die Figuren sind sogar alle noch hier in diesem Teil hier drin. Das man auf den ersten Blick sieht, dass sie alle komplett sind. Ja, große Partie werde ich jetzt nicht spielen. Ich gebe eine E2, E4. E2, E4. Das Problem ist auch D7, D5. E4, D5. D8, D5. B1, C3. Dame E5, also da hat er wohl schon keine Theorie mehr, aber funktioniert. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich Geräte verlose. So, ich mache immer lieber die Batterien wieder raus, damit hier, na gut, so lange werde ich die ja nicht aushaben, aber damit hier nicht auch nur die Gefahr besteht, dass die auslaufen. Ich habe jetzt nicht die Billigbatterien, das ist hier die mit dem V, die Batterien. Deswegen noch die goldene Farbe. Das Ganze wieder hinein. Schönes, nettes Gerät. Mit Originalverpackung mit dabei. Und wiederum mit der Anleitung. Novak Solo Instructions. Da werde ich den anderen, der ist nämlich besser im Zustand als der andere, den ich habe. Dann werde ich den anderen wohl verlosen. Genau, Solo, dann sehen wir den Mephisto Supermondial. Etwas bemalt hier, das soll uns nicht weiter stören. Ja, Supermondial von Franz Morsch. Die ganze Geschichte, von dem wohl auch das Netzteil, auch wieder sehr schön erhalten, das Ganze. Da funktionieren aber auch hier zum Beispiel die Seitignetzteile. Das weiß ich von meinem anderen. Ups. Bisschen Platzmangel jetzt hier am Start. So. So, er ist eingeschaltet. Dann E4. E5. Ja, Franz Morsch, der Programmierer vom Supermondial, G1F3, B8C6, C3, Ponziani, G8F6, Dame A4. Dann war es das an Theorie. Ich muss mal gucken, wer von meinen beiden Supermondials im besseren Zustand ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der hier den besseren Zustand hat. Dass ich das Ganze dann. Also mein, nehme ich mal an, dann verlose. So, da haben wir jetzt den Supermondial.
ihn einfach wieder in den Karton zurück. Ups. Ja, es ist hier damals, das waren so, ja, diese Styropor-Kartons, die waren wohl egal in Mode damals. Deswegen musste man alles in diese Styropor-Kartons reinfriemeln. Ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage gar nicht mehr, ja, gemacht wird. Okay, what's going on? So, Supermondial. Achtung, Netzadapter HG5001, HG5002 ist im Kaufpreis enthalten. Ja, ist das, falls jetzt das Netzteil nicht dabei war? Kasparov Turbo, Sensorschiss Turbo. Mal gucken. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Obwohl, ich weiß das gar nicht. Das ist einer der letzten Seitig-Ära hier, der Schachcomputer. Mit der Anleitung dabei. Figuren habe ich ja wirklich wahrlich genug. Da sind die dabei. Ich kann es nicht erkennen. Die Seitenteile sind leer, aber es ist jetzt nicht das große Problem. Oder die sind im Gerät drin, das kann auch sein. So. Jo, im Gerät drin. Das sind die Batterien, das ist hier das. Das sind die Figuren. Erinnere mich eher ein bisschen an, obwohl es sind Zeitig-Figuren, wollte schon eher sagen, an Novak-Figuren. Okay. Mit aller Ruhe, die uns zur Verfügung steht, zack. Sensorschiss. Der ist einer von denen, bei denen gar nicht die Möglichkeit gegeben ist. Steht denn da drauf? Okay, Computer-Move und sowas. Also es ist eins von den Geräten, wo Netzteilbetrieb gar nicht vorgesehen ist. Aber das ist kein Problem, die Batterien habe ich auch. So, das kann dann auch hier vorne ins Regal rein, wo jetzt der Novak steht. So. Okay, ich glaube, ich habe die Akkubatterien aufgeladen. Meine ich zumindest. So, die Feder ist meistens das flache Teil. Das hier. Das hier und. Das hier, und er läuft sogar so. Andersrum. So, mal gucken. Display hatte auch keins. So, mal die Puppen aufbauen erstmal. Also gefühlt würde ich sagen, das ist einer der späteren Ära der Seitig-Geräte. So, mal aufbauen. Aber auch hier die Magnete, da haben die wohl immer dran gespart. Weiß nicht, ob der Metallanteil oder der Magnetanteil da so teuer war oder was. Das war aber auch bei den Fidelity-Figuren, bei dem vom Chess Challenger 10. Die habe ich ja ausgetauscht, die Magnete, wo ich die rausgeholt habe mit dem Messer.
Der ist ja wie gepresstes Pulver, war das ja beinahe. Die sind ja so zerbröselt, die Teile. Das war dann nicht so spannend. So. Mal gucken. Was haben wir denn hier stehen? Sensor-Schiss. Sagen wir es mal so. Den sollte ich nicht unbedingt gegen den Novak Diamond spielen lassen oder so. 1 Megahertz. 7740 Byte ROM. 176 Byte RAM. Ja, das ist doch ein ganz klarer Gegner für den Aquamarine. Für den Aquamarine, sag ich schon. Für den Novak Solo. Spannende Matches mit dem Solo. Hier noch so ein Heftchen bei. So eine, hier ist er hier, den wir hier vor uns haben. Was haben wir denn noch alles hier? Sieht ein bisschen aus wie der Marco Polo hier. Der Champion Advanced Trainer. Auch von den Figuren und dem Ganzen. GK 2000, den habe ich ja auch. GK 2000. Risk 2500, Renaissance, Galileo, die Prunkstücke von Seitec. Ach, hier ist sogar schon das. Also muss es ein älteres Gerät sein, weil das Spark-Modul ist hier drin. Bruce Force und Spark. Sogar Backgammon. Das sieht mir aus wie ein Taschenrechner. Pro Poker. Pro Video Poker. Pro Blackjack. So, mal gucken hier. Können wir den Level einstellen? Level? Mal gucken. Ja, den werde ich wohl eher gegen den G8F6. Oh, da hat sogar Theorie drin hier. Ach, weißt du was, gegen dich nehme ich auch das Gambit an, ist doch egal. Jeder Bauer wird gefressen. Das dürfen sie doch nicht vergessen. Ich bin immer so skeptisch bei Gambits mit Schwarz. Weil in dieser Position, was soll Schwarz jetzt davon haben, außer dass er jetzt im Anzug ist? Ja gut, D4 kann ich nicht ohne weiteres spielen, deswegen mache ich erstmal Läufer E2. Springer F3, Läufer G4, deswegen erstmal Läufer E2. Ja, so kann er wieder Springer D4 machen. Ja, sehr schön. Man kann die Züge nicht richtig ausführen. So. D3. Ja, den lasse ich dann gegen den Solo spielen. Ja, das würden so die Paarungen sein. Den Star Diamond, den habe ich ja in einem anderen Video ausgepackt. Den gegen den ja, bin ich mal gespannt, wie der, die der Vancouver 16-Bit dagegen abschneidet. Man ist ja sehr löblich, dass er das spielt, dieses Gambit, aber ob das jetzt so viel bringt. Nachher kommen da so positionelle Aspekte zum Tragen, die der überhaupt gar nicht verstehen kann. Ach, noch ein Blatt, da habe ich gar nicht ganz übersehen hier. Muss ich natürlich gleich noch vorlesen. So. Guten Tag, Lippo. In deinem letzten Beiträgen hast du ja wieder mal einige Oldies spielen lassen. Wie zum Beispiel Boris Allegro, Solo und Konsorten. Das hat mir sehr viel Freude bereitet und hat mich ermuntert, dir zwei Geräte zukommen zu lassen, die auch für den
Computertisch Nummer 1 geeignet sind. Insbesondere der MK10 dürfte der nächst stärkere Konkurrent für den Allegro sein. Als ich mit ca. 20 Jahren begonnen habe, Schach zu spielen, hat mir jemand den MK10 geschenkt. Und der hat sich für mich als Schachneuling schon sehr stark angefühlt. Vielleicht empfindet der Allegro ja den nächst genauso. Mit Lachen mit so einem Smiley. Es ist auf jeden Fall simpel zu bedienen, also wirklich anfängergerecht. Ich habe keinen Netzadapter dafür, aber es ist mit Batterie bestückt. Der Kasparov SC Turbo ist der mit Batterien nur mit Batterien betreibbar. Die beiden anderen Geräte hast du schon in deiner Sammlung. Vielleicht spendierst du den Sumo ja deinem 700. Kanalabonnenten. Das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall viel Freude mit den Geräten. Norbert PS. Aber umdrehen. Einmal noch zwei herrenlose Bedienungsanleitungen für die Sammlung. Die Anleitung für den Constellation ist auf Englisch. Aber das scheint ja deine Muttersprache zu sein. So ein Smiley. So. Ja, es gibt auf jeden Fall, gibt das auch für die schwächeren Geräte wieder einige Gegner in deren Spielstärke. Ich könnte mir vorstellen, dass Sensor-Chess auch beim Allegro mitspielen kann. Der Sensor-Chess, dieses Seitegerät von vorhin. Hilfe. Bei den anderen muss ich mal sehen, wie ich das mache. Den Solo, den er mir geschickt hat, werde ich wohl behalten. Und den Solo, den ich mir selbst gekauft habe, den werde ich wohl verlosen. Ich weiß aber nicht, zu welchen. Wie ich das jetzt genau mache. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich auch Abonnenten dabei habe, die sich wohl eher die anderen Videos ansehen von mir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft die Videos aufgerufen worden werden, die schon älteren Datums sind. So, die Batterien hier. Die kommen in den Sumo rein, aber. Ich glaube nicht, dass ich die so benötigen werde, die Batterien. Ich habe heute wieder mal einen besonders wachen Tag. What the heck? Ach, der stellt sich erstmal aus, wenn ich den ausmache. Also er geht nicht einfach nur aus, sondern der macht noch so einen Test. Also er auf jeden Fall gegen Allegro könnte dagegen schon der King sein. Der Allegro hat ja sogar gegen den Solo gewonnen. Und einige Kartons haben. Gucken, wo ich das überhaupt alles hinstelle. Man wird es sehen. Noch kurz zu den Anleitungen hier. Mondial 2. Die Supermondial-Anleitung habe ich ja. Deswegen. Was steht da eigentlich? Sorry, dass ich wieder das Dauergähnen bekomme. Das war so nicht eingeplant. Mephisto Computer. Ach, Mondial 2. Was habe ich eigentlich für Augen im Kopf? What's going on? Oder ist das einfach der Karton von Mondial 2? Meine Augen sind nicht mehr so richtig die besten. Der ist aber der Super Mondial. Nicht der Mondial 2. Da steht ja drauf Super Mondial. Ja, den werde ich wohl. Ich weiß sogar nicht, welchen von beiden Super Mondial ich. Also alle Figuren sind auch hier drin. Welchen von beiden ich davon verlosen werde, muss ich mal gucken. Und auch den Anlass muss ich mir mal überlegen. So. Constellation 3.6 MHz. Also zumindest einige Paarungen hier. Also der, ich glaube, der Mondial 2, wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann konnte man den Mondial 1 auf den Mondial 2 aufrüsten. Meine ich zumindest. Man hat irgendwie ein Modul oder sowas dabei gekauft und dann wurde aus dem Mondial 1 der Mondial 2. Hier das Prospekt, das finde ich immer sehr schön.
Mark 10, das ist auf jeden Fall für den Allegro. Denn der Solo nochmal. Sensorschiss. Auf jeden Fall wird das ein Tournee geben der unteren Spielstärke. Da würde ich denn den. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der Allegro mein Favorit sein würde in der Gruppe. Dann nehme ich den. Ich kann ja mal die. Ach, verdammt. Dann nehme ich den Allegro, den Solo, den Sensorschiss und also ihn hier. Die werden alle in einer Gruppe spielen. Da werde ich mal gucken, wie das so ausgehen wird. Verabschiede mich mal bis zum nächsten Mal. Vor Weihnachten will ich auf jeden Fall noch ein Video machen. Ich weiß nicht, ob ich einen Jahresrückblick machen werde. Das wird sich alles zeigen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.